Es ist ein Fachkongress, der versucht, kreisrund rund um den onkologischen Patienten zu denken. Das ist die Idee und letztendlich auch die Menschen zusammenbringen, weil es gibt immer Menschen, die sich mehr mit Leitlinien beschäftigen, mehr mit Zertifizierung und auf der anderen Seite auch dann wieder mit Dokumentation, sodass die voneinander lernen, wissen, was der eine abgibt, was man erwarten kann. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Ja, also einmal müssen wir uns noch immer mit der Endpunktdiskussion beschäftigen. Woran wird der Nutzen gemessen? Da hatte ich mich ja klar geäußert, dass ich meine, dass das unbedingt das Gesamtüberleben sein muss, weil das der einzig valide Parameter ist, der den Patientennutzen anzeigt. Das ist methodisch einfach und entspricht ja auch, wie gesagt, dem Behandlungsziel, dass der Patient eben möglichst lange lebt. Ich denke, S3-Leitlinien insbesondere in der Onkologie sind aufgrund ihrer Evidenzbasierung, ihrer Konsensbasierung und ihrer Multidisziplinarität wirklich gute Entscheidungsempfehlungen für den klinischen Alltag und für die klinische Versorgung und können dadurch Erhebliches beitragen, wahrscheinlich vor allem für die spätere Nutzenbewertung. Bei der Frühnutzenbewertung können wir durchaus von den beim AMNOG hochqualitativ erstellten Dossiers profitieren. Na, ich grenze mich von meinen beiden Vorrednern dahingehend ab, dass auf Basis unserer empirischen Untersuchung ich die derzeitige Situation der S3-Leitlinien nicht so positiv sehe wie die beiden Vorredner. Und das liegt eben daran, dass da doch zu viele Daten zu den neuen Arzneimitteln, obwohl sie veröffentlicht sind, nicht berücksichtigt werden und auch der Patientenbezug bezogen auf Lebensqualität mir da fehlt. Ich glaube, dass wir alle daran interessiert sind, dass also Evidenz geschaffen wird, woran wir die Versorgung ausrichten. Ich denke, die Diskussion geht eher darum, wie das nun genau umgesetzt wird, wie man die Versorgung zum Beispiel strukturieren soll, um das umzusetzen und wie das methodisch gemacht wird. Dinge neu zu denken und auch zu akzeptieren, dass Kliniker anders ticken als Methodiker und dass man letztendlich durchaus akzeptieren muss, dass da noch jemand drauf schaut, wenn er es in die Praxis bringen will und bringen soll und wenn das, was ich dann methodisch hochwertig aufarbeite, in der Praxis auch umgesetzt werden soll. Ich glaube, die Übereinstimmung ist da, dass wir gesehen haben, dass Leitlinien auf jeden Fall wichtig sind, um Therapien in einen Kontext einzuordnen. Wir haben auch Übereinstimmung darin, dass wir gesehen haben, dass es bestimmte Defizite gibt, was Aktualität und Daten angeht. Vielleicht sind wir noch ein bisschen unterschiedlich in der Einschätzung dazu, welche Bedeutung diese Daten auch in speziellen, zum Beispiel zur Lebensqualität haben. Aber ich glaube, wenn wir miteinander reden und diese Defizite anerkennen und daran arbeiten, dann kann man auch im Bereich der Leitlinien was erreichen. Der Kongress wächst von Jahr zu Jahr, wo wir ihn durchführen. Wir machen ihn in zweijährigen Abständen. Und da entstehen natürlich dann auch neue Dinge, die die Menschen wissen wollen. Zu sehen, dass immer mehr Menschen sich auch mit so einer Detailfrage in dieses Mosaik einbringen und mehr oder weniger das Ganze einfach zu einer gesamtgestalteten Versorgungswelt Onkologie macht. Das ist letztendlich das, wofür wir stehen, die Qualität zu verbessern und dem Patienten zukünftig eine noch bessere Therapie anzubieten.